So. Benjamin hat sich vollständig erholt. Sehr schön. Ganz kurz gucken, wie geht's den Tierchen hier drüben? Warum schlafen die eigentlich hier vorne, Mann? Die haben da hinten noch ein Lager. Oh, das ist nicht zugewiesen. Sekunde, mal ganz kurz schauen. Und zwar... Zone... Und geht erweitern. Und zwei Grasland. Ah, okay, die können auf jeden Fall nicht hier oben hinlaufen. Okay, dann wundert mich nichts. Dann habe ich nichts gesagt. Okay, jetzt müssen es aber passen. Dann sollten die auch hier oben durchlaufen können. Ohne Probleme. Sehr schön. Machen wir so und so. Ja, wenn ich schnell genug wegmache, spawnt keiner. Aber das Problem ist, sobald ich drauf schieße, spawne ich schon, egal wie schnell ich es wegmache. Also. Ich wüsste jetzt nicht, wie man es verhindern kann. So, die Kunde alle verarztet jetzt hier. Okay, das ist behandelt worden. Ansonsten haben wir noch Benjamin. Wie geht's denn eigentlich jetzt insgesamt? Manni und Jasmin nur noch. Der Rest ist schon wieder auf dem Dampfer. Sehr schön. Ja, ich meine, ich kann die erstmal in Position stellen hier vorne, die ganzen Leute. Und dann kann ich halt mit der Kanone draufballern, mit dem Mörser, in welcher Seemas rauskommt. Also, letzten Endes muss ich eh sehen, was rauskommt aus dem Ding. Und dann dementsprechend reagieren. Ne? Nützt ja alles nichts. Ja, und weggehen vom Schiff tun die schon. Und zwar nämlich dann, wenn du 50% Schaden gemacht hast, glaube ich, war das früher mal. Die kommen auf jeden Fall irgendwann mal. Ich habe das schon getestet, es hat nicht funktioniert, einfach von weiter weg drauf schießen. Irgendwann kommen die angerannt. Also es macht keinen Unterschied. Also von daher, ich muss sie sowieso töten. Von daher. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, bereiten wir uns mal vor. Einmal alle hier hin, bitte. Und die Tierchen können erstmal schon... Wir müssen übrigens mal gucken, dass wir nicht die ganzen Ärzte mit nach vorne schicken. Und zwar, wir haben ja von den Leuten, die Nahkämpfer... Okay, es gibt keinen Nahkämpfer, der ordentlich Medizinskills hat. Ha. Ja, müssen wir Fennelik ein bisschen weiter hinten halten. Weil letzten Endes ist sie ja dafür zuständig, dass sie im Prinzip die Elefanten nach vorne schickt. Das reicht, glaube ich, eigentlich einfach. Okay, so. Fennelik hier hin. Dann Sabrina hier hin. Dana auch dahin. Dann parkt man den Elefanten mal kurz hier drüben. Und dann schauen wir mal, was hier gleich rauskommt. Aus dem Ding. Okay, so. Elefanten geben aus dem Weg. Steht im Weg rum. Okay, so. Wer von den Freiwilligen möchte denn hier nach vorne treten, um halt das Schiff anzuballern? Können wir vielleicht mal Frosch nehmen. Mal gucken, ob es diesmal funktioniert. Beim letzten Mal hat es ja nicht funktioniert. HE-Granate, sehr schön. Komm. Frosch, du schaffst es. Okay, so, Freunde, Erzwingerangriff auf. Mal gucken, ob Frosch das hinkriegt. Beim letzten Mal hat er ja sich irgendwie geweigert. Komm, du schaffst es. Komm, Chaka. Alle warten auf dich. Oh Gott. Okay, es geht schon mal voll daneben. Und ich glaube, wir haben gar nicht genug Granaten. Wir haben noch Brandgranaten, aber ich glaube, die reichen natürlich auch nicht. So, 18 Sekunden, okay. Okay, das Problem ist natürlich, die brauchen ganz schön lange zum Nachladen. Komm, du schaffst es. Komm. Los, komm, direkter Treffer. Ach Mann, Frosch, wo schießt du denn hin? Da ist ja gar nichts. Alter. Wenn das so weitergeht, haben wir gleich keine Granaten mehr. Wen haben wir denn noch hier am Start? Sekunde. Sabrina, komm. Komm mit. Oder Dana. Sabrina oder Dana, wer möchte? Beide vor. Niemandem. Sabrina. Okay. So. Wir können ja theoretisch. Was hat jeder im Inventar? Granitblöcke, 20 Kilo. Kannst du gleich mal weglegen, den ganzen Müll. Kannst du auch mal weglegen, Fräulein. Und kannst du mal ein paar Granaten mitnehmen. Einige Brandgranaten aufheben. Wir nehmen mal kurz ein paar mit.
Wobei, ich glaube, Brandgranaten bringt gar nichts. Okay, so, Freunde. Ja, ich weiß, eigentlich hat man letztens gesagt, dass Frosch Saboteur wäre, aber ich gebe die Hoffnung noch nicht auf. Er muss ja mal irgendwann seinen Nutzen beweisen, ansonsten kommt er einfach vor die Tür. Also, da kenne ich nichts. Wer unnütz wird, der wird einfach geopfert. Oh, oh, komm, Frosch, los. Ach Mann, wo stehst du denn hin? Oh, jawohl, oh. Oh, der war gar nicht so schlecht. Oh. Energieblaster. Schwer. Kommen die jetzt schon? Okay, die kommen schon. So viel dazu. So, Ding hier schon mal irgendwo daneben. Okay, alles klar. Ja, ist egal. Die latschen erstmal die Fallen rein. Da kommen die Dicken. Uiuiuiui. Uiuiui, Freunde. Und zwar ich bin mal gespannt, ob es überhaupt funktioniert. So, die können natürlich gar nicht. Sekunde, wo kann ich hinschießen? So, ich pack mal Benno kurz woanders hin. Ich glaube, der ist gerade aktuell fehl am Platz hier vorne. Aber wo laufen denn die Kühe hin? Sag mal, geht weg hier, Freunde. Eek. So. So und Sicherheit. Grasland. Sicherheit, Sicherheit. Die kommen erstmal alle in Sicherheit hier hinten. Putzkolonne können wir vorne lassen. Kasura bleiben. Der Rest ist, glaube ich, erstmal. Genau, geht mal weg hier, Freunde. Ihr seid ja völlig fern. Oh, ich habe einen Treffer bekommen. Oh, shit. Oh. Mhm. Ist natürlich nicht so schön. Ich muss mal ganz kurz irgendwie stiften gehen. Sekunde. Oh, mein Gott. Ah, Freunde, geht da mal weg hier, Alter. Hab's euch. Wie geht's den Dingern eigentlich überhaupt? Schon ziemlich angehauen, reduziert, sehen, ist noch bei 100%, arbeiten, bewegen. Hier hinten das Ding, es lebt leider noch viel zu gut. Ja, wo rennen denn die Elefanten hin? Das ist mit euch nicht in Ordnung, Freunde. Kommt mal mit hier. Okay, Fennec wird erstmal eine Leiche ausgraben. Sehr schön. Ist der richtige Zeitpunkt dafür. Und Beleidigung zu Jenny. Und Gott, oh Gott. Richtig gut. Richtig gut, Freunde. Genau so habe ich es vorgestellt. Genau das ist jetzt passiert. Okay, Nummer 1 ist down. Sehr schön. Das Problem ist der ganze Sache, ich glaube, wir haben hinten bald keine Wände mehr, wenn die so weiter schießen. Ne? Also sieht schon ordentlich angeschlagen, das Zeug, und ist schon wieder die Wand kaputt. Uiui. Treffen wir aber auch gerade nichts, ey. Weil ich glaube tatsächlich, dass wir irgendwie oben noch ein bisschen mehr Platz brauchen. Ich glaube, sie hat auch einen Treffer abbekommen. Okay, ist noch alles in Ordnung, alles tutti. Ne, die Raupen kannst du nicht selber bauen, leider. Das geht nicht. Können das Ding jetzt mal töten? Ah, es liegt. Alles klar, Freunde.
Wir haben gewonnen. Hui. Okay, alles klar. Das Ding ist tot, glaube ich. Und das Ding auch tot. Alles klar. Wir haben gewonnen. Sehr schön. Da muss jetzt ohne einen rausschicken, der das Ding zerstört. Und zwar kann das mal... Der Frosch darf sich auch wieder erholen. Okay, so und so. Ich kann aber Benno machen. Ich glaube, wir müssen die Killbox etwas größer gestalten, weil hier hinten an der Stelle sollen die natürlich nicht die ganze Zeit draufballern. Die ist irgendwie, glaube ich, ein bisschen zu schmal. Die haben auf jeden Fall eine größere Reichweite, als das Ding hier hergibt. Ich glaube, die Reichweite von einem Scharfschützen beträgt 45 Felder oder so. Ganz kurz schauen. Sekunde, wer hat denn hier eins? Da. 45, genau. Jetzt wäre natürlich noch geil, wenn Benno das auch von hier kriegen würde, ne? Der trifft irgendwie nur relativ selten. Er steht gefühlt 2 Meter davor und kriegt das irgendwie nicht hin hier. Naja, was soll's. Vorratskapseln, okay. Da schön ist drin. Ist das dann Trockenfutter? Okay. Oh, Benno, Mann. Sag mal, das Ding liegt 2 Meter vor dir, gefühlt. Okay, vielleicht sind es 5 Meter. Ah, endlich. Wahnsinn. Und ein Hightech-Bauteil. Sehr schön. Nehmen wir natürlich gerne mit. Okay, nehmen wir mit das Zeug. Okay, so. Die haben natürlich irgendwie eine permanente Schussverletzung am Gehirn. Das ist natürlich nicht so schön. Schmerzen bis 30%, wobei das nicht das Problem ist. An der Stelle gibt es halt neue Elefanten. Mein Gott, was soll's. Oh, exzellente Staubmantel hier in Teufelsgarn. Hervorragend. Okay, das Ding kann man deinstallieren. Wir müssen unbedingt gucken, dass wir die mal ein bisschen motiviert bekommen, weil das Problem ist, die sind echt alle richtig am Arsch. Alle am Schlafen jetzt hoffentlich gleich. Wäre nichts auch schon irgendwie kaputt. Ui, ui, ui. Ich bin auch mal überlegen, wo wir die Hightech-Bauteile lagern, denn theoretisch können wir die auch irgendwo mal vernünftig hinbasteln. Wie viel haben wir denn eigentlich gerade? Ich glaube, wir haben noch... wenn ich es sehen würde... Hightech liegen hier unten irgendwo vielleicht drin. Ich bin gerade blind. Einmal kurz die Lage checken hier. Wo sind sie denn? Hightech-Bauteile. Keine Ahnung, ich sehe die gerade nicht. Ach hier, da sind sie. Hightech-Bauteile, 9 Stück haben wir am Start. Sehr schön. Nehmen wir gerne mit. Okay, so. Klamotten werden hergestellt. Man muss auf jeden Fall gucken, dass wir dann halt vernünftig noch ja, Schutzwesten und sowas herstellen. Ich glaube, wir brauchen ganz schön viele von. Problem ist halt, Glotzi bastelt schon die ganze Zeit hier an den ganzen Bauteilen rum und wir brauchen noch deutlich, deutlich mehr. Also wenn wir gerade pro Helm, glaube ich, 2 Bauteile brauchen, das ist schon extrem. So, wie haben wir denn hier? Flakwesten, Flakhosen, da brauchen wir jeweils 1 für, glaube ich, genau. Stahl, Stoff und Bauteile, ich glaube, die können wir mal herstellen. Wobei das allein schon hier 30 Bauteile sind. Plus nochmal die ganzen Helme. Und wir können theoretisch kurz gucken. Automatik Schrotgewehr, da brauchen wir ein paar mehr von. Denn falls wir irgendwie mal Insekten haben sollten oder sowas, die sind halt im Nahkampf mit Schrotgewehren, automatischen Schrotgewehren richtig, richtig gut. Okay, so, Wildtiere, wir gucken mal ganz kurz nach, wie denn hier der Status bei den Elefanten ist. Wir können mal ein paar neue Elefanten zähmen. So.
Wir zählen jetzt einfach mal alles, was hier unten rumkreucht und fleucht. Glaube ich, passt ganz gut. Ach, komm, den Enten nehmen wir auch noch mit. Alles an Elefanten zählen, was auf der Karte rumrennt. Das Problem ist, ich glaube tatsächlich, dass wir irgendwann nicht mehr genug Futter haben für die. Ihr seht schon, es ist schon alles leer gefuttert hier. Und es wächst auch nicht mehr so viel nach. Das heißt, wir müssten auf jeden Fall ein riesengroßes Feld an Heugras anbauen. Damit wir irgendwie mal ein bisschen was nachproduzieren können. Okay, so. Das Ding muss auch ausgetauscht werden. Und zwar wollte ich ja da einen anderen Kühlschrank hinbauen, richtig? Oh, Jenny hat wieder ganze Arbeit geleistet, wurde beleidigt hier, die gute Anni. Ne? Die hat ja alles abbekommen. Fennec ist auch richtig am Arsch hier. Sehr hungrig. Wie liegt die denn überhaupt gerade? Ach, die liegt noch hier draußen rum. ETF. Okay, Fennec, du darfst gerne mal irgendwo ins Haus gehen oder sonstiges, oder ins Bettchen. Gar kein Problem. Darfst du gern drin schlafen? Alles in Ordnung. Alles so die. So ein Chico schläft hier oben. Warum auch immer. Keine Ahnung. Da soll er eigentlich nicht schlafen. Liegt aber, glaube ich. Achso, Moment, warte mal kurz. Wir müssen natürlich auf Frieden umstellen. Sekunde. So. Ach, wir haben ein Elefantenbaby, Mensch. Wie jetzt erst. Ha. Wann auch immer das geschlüpft ist, ich habe keine Ahnung. Aber das Kleine rennt hier rum. Sehr schön. Und ist ein Männchen. Haben wir noch einen Namen für das kleine Ding? Elefanten. Elefantenbaby-Name. Falls jemand mal irgendwie Vorschläge hat im Chat, einmal her damit. Bimbo. Okay, nimm mal Bimbo. So hieß damals mein Lieblingskuscheltier, ein Löwe. Der hieß damals auch Bimbo. Ich weiß gar nicht, was aus dem irgendwann mal geworden ist. Also ich habe da echt keine Ahnung mehr, wo der irgendwann mal gelandet ist. Auf jeden Fall, ja. Den hätte ich gerne noch behalten. Ich weiß aber nicht, wo der ist. I don't know. Okay, so. Staubmittel werden hergestellt. Aktuell stellen wir da noch, wie viel her? 10 Stück immer noch. Okay, also Eisenerz wir da noch eine Weile brauchen. Aktuelles Skill bei 9. Ah. Auf 11 kommt er bestimmt noch mit den Staubmänteln. Sollte nicht das Problem sein. Die Frage ist halt wirklich, warte mal kurz. Wir können Mechanoiden zerlegen. Da gibt es auch noch ein paar Bauteile dafür und wir können auf jeden Fall Sekunde. Wir können übrigens auch Repair Kits herstellen, die man braucht, um am Repair Table Sachen zu reparieren, ohne die neu bohren zu müssen. Das ist schon mal ganz gut. Müssen wir bei Gelegenheit mal ausprobieren. So, was nehmen wir denn mal Schönes? Wir brauchen auf jeden Fall EMP-Granaten. Ganz wichtig, wenn die nächsten Dingens kommen, die nächsten Mechanoiden, dann brauchen wir auf jeden Fall ein paar EMP-Granaten. Das wäre richtig gut. Denn mit EMP-Granaten sind die halt einfach Preload. Ne? Einfach das Ding rein. Gut, die Voraussetzung ist natürlich, dass man noch trifft mit dem Ding. Ne? Ist auch kein Problem. Aber da steht schon mal gesandt rum. Okay, ich würde sagen, wir bauen trotzdem mal ganz kurz moderner Helm. Den pausiere ich mal ganz kurz. Und Aufgaben hinzufügen. Ansonsten brauchen wir eigentlich nichts von dem Zeug hier. Haben, glaube ich, alles. Erstmal so. Okay, machen wir so. Glotzi. Jetzt halt die Frage. Glotzi oder Jenny? Wobei Jenny eigentlich vom Skill her, glaube ich, besser wäre. Mit Skill 12 und Glotzi hat aktuell Skill... Ah, auch schon 11. Sehr schön. Ja, Glotzi baut schon fleißig. Hier tut man den Bauteilen rum. bionische Körperteile habe ich noch keine, nee. Muss ich irgendwann erforschen, also ich habe es jetzt noch nicht gemacht. Ja, ist egal, welche EMP-Granaten wir nehmen. Wir können, also ich würde auf jeden Fall welche für den Mörser herstellen und ich würde auf jeden Fall welche für die Kolonisten herstellen, weil ich glaube tatsächlich, dass man das ein bisschen besser koordinieren kann mit den Granaten halt direkt. Ja, bei den Kolonisten.
So. Jenny zerlegt schon mal die ganzen Mechanoiden. Sehr schön. Mehr mit dem Zeug. Und danach kann sie anfangen, ein bisschen Rüstung zu bauen. Ich glaube, Rüstung ist gar keine so schlechte Idee. Weil aktuell haben wir noch so zerstörtes Zeug an. Also die Flak-Rüstung und sowas, die Flak-Hosen. Ist alles schon recht zerruppt. Also, Och, Mensch. So, kleine Lady hat sich im Zimmer eingeschlossen. Sehr schön. Steht zwar im Gemeinschaftsraum rum. Also, wenn man das einen Gemeinschaftsraum nennen mag. Aktuell ist es einfach nur eine große leere Halle mit einem Bett und ein paar Gemeinschaftsaktivitäten drin. Mehr ist ja nicht. Und die Qualität der Verarzung ist richtig kacke. Wer das denn verarztet hier, sag mal? 25%, 15% und noch mir noch 38%. Hallo, wer war das denn, bitteschön? Das hätte ich ja selber hingekriegt. Die gute Gemeinschaftshöhle auf jeden Fall. So, ich bin wirklich gespannt, ob die Dinger hier funktionieren. Ich würde mal sagen, ich baue da noch ein Dach drüber, weil ich nicht, keine Ahnung habe, ob die Dinger irgendwann explodieren, wenn die irgendwie was sein sollte. Das Saab hier war das, warum? Also ich habe... keine Ahnung, warum hier... Weiß ich, warum hier ein 1 stand? Theoretisch nicht. Man, Saab hier, kriegt doch nichts hin. Ey, weißt du, hast einmal einen Auftrag und dann sowas. Wie man mit den Hand-MP-Granaten treffen möchte, ist ja gar kein Problem. Du gehst einfach hier drüben rein, schmeißt die Dinger über die Mauer und fertig ist das Ding. So einfach läuft es. Gibt da hier quasi den Bereich, wo man halt drüben stehen kann. Einfach rüber werfen das Ding und fertig. Nach bestem Wissen und Gewissen. Du weißt, Saab hier, das ist jetzt keine gute Ausrede. Auch Fennec und Benjamin haben ein individuelles Band geknüpft. Jawohl. Okay, so, zerleg mal das Zeug hier. Wir brauchen auf jeden Fall noch dringend neue Sachen hier. Das Problem ist, aktuell sieht's aus, wurde beleidigt, stärkere Schmerzen. Der geht aber auch nicht voran hier, ne, Freunde. Seltene Trumbos. Oh, gleich so viele. Ich glaube, da müssen wir ganz kurz jagen gehen. So... Benno, Fennec, Saab hier. Ja, wir bräuchten auf jeden Fall irgendwie noch einen Nahkämpfer, der vielleicht ein bisschen was auf Medizinskill hat oder so, denn ganz ehrlich, man sollte vielleicht nicht unbedingt alle Ärzte mit ins Feld nehmen, denn falls mal was sein sollte, was auch immer das sein kann, die Wahrscheinlichkeit, dass alle Ärzte dann down sind, ist auch relativ hoch. Gerade wenn wir irgendwie nur aktuell, ich glaube, 4 Leute haben, die das relativ gut können. Ganz kurz schauen, aktuell. Ja, also wie gesagt, wir haben 4 Leute, die es einigermaßen gut können. Und dann der Rest dann eher schon so, da willst du keinen Pflaster von haben. Ne, und 10 möchte ich die nicht, ganz ehrlich, die Trombos. Weil das Problem ist, fortpflanzen können die sie eh nicht wirklich. Das dauert einfach ohne Mods 100 Jahre. Und die fressen wahrscheinlich die Haare vom Kopf. Also die ich noch habe. Okay, so, Freunde. Das ist der Rest der Bande, sag mal. Also wir haben auf jeden Fall Benno noch hier am Start. Der Nate steht hier drüben. Und theoretisch, ganz kurz gucken. Hobbit müssen wir ganz kurz absteigen, bitte. Absteigen, okay, alles klar. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle hier. Fehlt noch irgendwer? Also, kleine Nelly ist ja gerade außer Gefecht. Die könnte noch mitschießen, aber... halt drüben. Laufen die gerade meine Base? Und ja, die laufen tatsächlich hier rein. Okay, alles klar. Dann machen wir hier Feuergefecht, würde ich sagen. So, komm mal her, Freunde. So, das wird bestimmt gleich voll in die Hose gehen.
Lauf, Freunde, lauft um euer Leben. Oh Gott. Anni, lauf! Okay, so. Ach. Der Benno liegt flach. Was hat er denn für ein Leiden? Linkes Bein abgeschlagen. Alles klar, kein Problem. Da brauchst du sowieso eine neue Prothese. Alles easy. Sehr schön. Neues Essen braucht das Land. Hervorragend. Oh Gott, der ist wieder aufgestanden. Okay, warum ist er wieder aufgestanden? Der kann auch gefälligst gleich mal wieder sich hinlegen. Danke. Warum rennen die denn alle weg? Sag mal, könnt ihr mal Benno retten, Freunde? Das juckt überhaupt gar keinen, weißt du? Die gehen einfach weg. Ja, bessere Geschütze und mehr davon, die sollen ja hier hin. Also quasi hier links und rechts sollen noch Geschütze hinkommen. Also links und rechts hier, ne? Und dann hier unten noch ein bisschen was. Also quasi direkt vor den einzelnen Leuten. Und dann müsste das eigentlich theoretisch passen. So, der stirbt auch gleich. Sehr schön. So. So, wie geht's den Leuten hier? Das ist alles in Ordnung. Der Einzige, der verarztet werden muss, ist jetzt hier dringend der Benno. Aber dann ist er wenigstens mal ein bisschen schneller unterwegs, weißt du? Der Benno kriegt jetzt so ein altes Stuhlbein, weißt du? Also, wir haben ja schon ein paar Stühle zerlegt jetzt hier und da kann der Benno eins von haben. Gar kein Problem. Das ist vielleicht ein bisschen schneller unterwegs. Die Elefanten muss ich auch natürlich erstmal holen. Ich finde, die Elefantentanks sind halt echt gut. So, wie geht's den Elefanten? Alles in Ordnung? Alles tutti? Bisschen angeschlagen in die Guten. Aber es hat bis auf Benno jetzt keiner bleibende Schäden davon getragen. Alles in Ordnung, glaube ich. Linkes Bein abgeschlagen. Dann ist der Benno halt mal vielleicht, dann weiß ich nicht, dann kriegt er bionisches Bein oder sonstiges, ne? Und dann kann er mal losflitzen. Kann er mal zeigen, was er kann. So ein Usain Bolt oder so. So, wo ist ein anderes Ding hin eigentlich hier? Der Trumbo ist hier oben gerade zusammengebrochen. Ah, wir können theoretisch, warte mal kurz. Wir haben ja die Möglichkeit jetzt hier... Das Ding verblutet in, wann genau, eine Sekunde, 2 Stunden, ist natürlich nicht viel Zeit. Warte mal kurz, wer ist denn hier Nahkampf? Also eigentlich Sabrina, ja, weiß ich, aber irgendwie, Dana vielleicht.